Imkerei ist Teil der Landwirtschaft. Mit unseren Bienenvölkern betreiben wir nicht nur ein Hobby, ein schönes Hobby. Und die meisten Imkerinnen und Imker in Deutschland sind ja Freizeitimker. Das ist alles völlig in Ordnung. Dennoch sind sie gleichzeitig auch Mitwirkende in der Landwirtschaft und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bestäubung der Kultur- und Wildpflanzen. Neben den solitären Wildbienen, Schmetterlingen und Vögeln und den anderen Insekten, Schmetterlingen und wer was da alles zuständig ist für die Bestäubung, sind unsere Honigbienen mit der Menge der Individuen geeignet, in kurzen Zeitfenstern von manchmal nur 2, 3 Stunden mit ausreichender Wärme und ausreichender, sag jetzt mal, Wettersituation viele gerade aufgeblühte Bäume, insbesondere in den Obstkulturen, zu bestäuben. Deswegen leisten Bienenvölker auch bei ungünstigem Witterungsverlauf und bei einer atypischen Frühjahrsentwicklung einen wichtigen Beitrag gemeinsam mit den Wildbienen und den anderen Insekten. Diese haben sich ja spezialisiert und wie wir im Laufe der Tagung hören werden, befliegen unterschiedliche Insekten, unterschiedliche Pflanzen, sind also Spezialisten und geraten sich im Wesentlichen gar nicht in die Quere. Jetzt müssen wir allerdings als Imker auch verstehen, dass jede Landschaft ihre individuelle Leistungsfähigkeit hat. Wenn Imker ihre Bienenstände planen, werden sie normalerweise auf diesen Umstand Acht geben und nicht zu viele Bienenvölker an einen Platz stellen. Die spektakulären Fotos mit Hunderten von Bienenvölkern dicht an dicht aufgestellt entstehen praktisch ausschließlich an Wanderstandorten von Robinie, Linde, Fichte, Tanne und Heide. Diese Fotos suggerieren, die Imker stellen viel zu viele Bienenvölker auf einen Platz. Und das ist ja das, was uns seit einigen Jahren in den Medien begegnet. Würden sie ganzjährig in dieser Massierung aufgestellt werden, dann träfe dieses Argument zu. Leider ist weder dem Fotografen, der diesen Skandal aufdecken will, noch der Öffentlichkeit der Umstand bewusst, dass bei Massentrachten so viele Nektarien und Zimbrien-Säfte zur Verfügung stehen, dass sie meist überhaupt nicht alle gesammelt werden können. Während diese aus Unkenntnis der Sachlage erzeugten Bilder Schlagzeilen produzieren, gibt es aber einen viel schlimmeren Feind für die sachgemäße Naturnutzung. Die gezielte Kampagne zur Verwirrung der Öffentlichkeit. Und liebe anwesende Imkerinnen und Imker, ich werde Ihnen jetzt drei Beispiele bringen, wo Sie sich vielleicht fragen, was hat das mit uns zu tun? Ich mache Sie aufmerksam auf ein Muster. Und dieses Muster wird uns in der Biodiversitätsdiskussion und in der Diskussion Biene, Wildbiene in den nächsten Jahren begegnen. Es hat schon angefangen, uns zu begegnen, und nachdem ich Sie jetzt darauf aufmerksam mache, werden Sie sehr viel sensibler bemerken, wenn eine solche Kampagne gestartet ist. Seit einigen Jahren wird also eine Spaltung zwischen Wildbienen und Honigbienen betrieben, nachdem die Krefelder Studie zu einem unerwarteten, aber natürlich sehr erfreulichen Aufwachen der Politik geführt hat. Wird jetzt von einigen Akteuren bewusst die Honigbiene in Frage gestellt. Hierfür werden die nackten Zahlen des Aufwärtstrends der Imkerei verwendet. Bei einer Tagung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft beispielsweise hat Dr. Christian Schmidt-Egger, ein Vertreter der Deutschen Wildtierstiftung, der auch letzte Woche in Berlin gesprochen hat, folgendes entlarvendes Statement gegeben. Der letzte Satz dieses Statements weist uns den Weg zu den wahren Absichten dieser Kampagne. Ich zitiere aus einem Tagungsbericht des Fachzentrums Landwirtschaft der DLG. Die Wildbiene ist klar von der Honigbiene zu unterscheiden.
Während die Wildbiene gefährdet ist, nimmt die Zahl der Honigbienen in Mecklenburg-Vorpommern weiter zu. Die Anzahl der Bienenvölker hat heute mit 26.000 Völkern den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Diese Feststellung schickte der Referent Dr. Christian Schmidt-Egger auf der Veranstaltung der jungen DLG-Team Rostock zum Thema Bienen an den Anfang seines Vortrags. Schmidt-Egger ist Mitarbeiter der Deutschen Wildtierstiftung. Die Honigbiene sei deshalb aus der Diskussion, um das Bienensterben herauszunehmen. Förderprogramme sollten auf den Prüfstand gestellt werden, ob sie den Honig oder den Wildbienen nutzen. Als sinnvoll bewertete er die Förderung von Lebensräumen für die Wildbienen. Und jetzt, die Diskussion um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hält er vor diesem Hintergrund für wenig zielführend. Mit dieser Aussage stellt sich der an sich renommierte Entomologe in eine Reihe von Pestizidleugnern, so will ich sie mal nennen. Schmidt-Egger ist aber laut Wikipedia nicht nur Entomologe und Agrarwissenschaftler, sondern auch Medientrainer. Dieser Konflikt steht stellvertretend für die Konflikte unserer Zeit. Sobald es einem Wissenschaftler oder einer Gruppe von NGOs gelingt, genügend Aufmerksamkeit für ein Problem zu erzeugen, wird die Gegenkampagne organisiert. Die Formen der Gegenkampagne sind vielfältig. Am meisten verbreitet ist die Verleumdung und Diskreditierung der Wissenschaftler oder der Wissenschaftlergruppe, die eine bestimmte kritische Position gegenüber den oligarchischen Macht- und Finanzkartellen der Gegenwart formulieren. Beispiel 1. Dr. Arpad Pushtai, ein angesehener Forscher in Aberdeen, im Robert Institute hatte 1998 als erster gentechnisch veränderte Organismen untersucht und in einem Beitrag der BBC auf die Frage, ob er diese Pflanzen denn essen würde, geantwortet: Nein, ich bin doch kein Versuchskaninchen der Industrie. Von diesem Tag an war seine Karriere beendet. Er war ja schon im Ruhestand, man hat ihn aber geholt, weil er einfach in dieser toxikologischen Wissenschaftsgruppe so ein hohes Ansehen hatte, dass man ihm zugetraut hatte, die Sache positiv zu bewerten. Rufmord ist noch ein harmloser Begriff für das, was ihm widerfuhr. Er bekam einige Jahre später von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler den Whistleblower-Preis. Wir haben seinen wichtigsten Aufsatz im Buch Sicherheitsrisiko Gentechnik veröffentlicht und auch noch eine DVD in das Buch hinten reingelegt, die Bertram Verhaag erstellt hat. Das Buch ist heute noch erhältlich. Beispiel 2. Professor Dr. Gilles-Éric Séralini, Forscher mit eigenem Labor an der Universität Caen, hat als erster nicht Glyphosat allein, sondern die Formulierung Roundup untersucht und somit die Toxizität dieses Mittels erstmals in der verwendeten Form nachgewiesen. Was einen Shitstorm ohnegleichen ausgelöst hat. Gegen ihn wurde in Frankreich zahlreiche Prozesse geführt, die er aber alle gewann. Auch Séralini wurde der Whistleblower-Preis zugesprochen. Wir hatten ihn in die Universität Hohenheim eingeladen, einen öffentlichen Diskurs mit den Studenten zu führen. Der Mitschnitt ist ebenfalls verfügbar. Da ist er. Und ich habe für jeden von euch einen mitgebracht, den könnt ihr gerne mitnehmen. Lesen wir zu Séralini den äußerst interessanten Eintrag in Wikipedia. Die von Séralini beschriebene Toxizität von transgenem Mais in Verbindung mit dem Herbizid Roundup wird in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Séralinis im November 2012 publizierte Studie Long-Term Toxicity of a Roundup Herbicide and Roundup Tolerant Genetically Modified Mais zur Auswirkung von gentechnisch modifizierten Mais auf Ratten wurden von der weit überwiegenden Zahl der Fachleute sowie auch von sämtlichen staatlichen Stellen, die eine Einschätzung abgaben, als methodisch unzureichend kritisiert. Die Fachzeitschrift Food and Chemical Toxicology, in der die Studie veröffentlicht wurde, versicherte, dass diese den gängigen und anonymen Peer-Review-Prozess durchlaufen habe, zog die Studie allerdings ca. ein Jahr später aufgrund schwerwiegender Mängel im Hinblick auf Design und Methodik wieder zurück. Dieses Vorgehen löste in Wissenschaftsbetrieb erneute Kontroversen aus.
Cesare Gessler, Gentechniker an der ETH Zürich, bezeichnete den Rückzug des Artikels als außerordentlich. Da die Grundlage vieler anderer Studien nicht solider sei, eine Kritik dieses Ausmaßes jedoch unterbliebe bei den anderen Studien. Im Juni 2014 wurde diese Studie im Fachmagazin Environmental Science Europe leicht modifiziert erneut veröffentlicht, um der Wissenschaftsgemeinschaft dauerhaft Zugriff auf die Daten der zurückgezogenen Studie zu geben. Die Studie wurde ohne erneute Peer Review publiziert, da dieses laut ESEU-Chefredakteur Hannah Hollett bereits durch das Journal Food and Chemical Toxicology vorgenommen wurde und dieses festgestellt habe, dass kein Betrug oder keine Fehldarstellung vorliege. Im Jahr 2015 wurde Seralini mit Bezug auf diese Studie der Whistleblower-Preis verliehen, da er als erster im Kontext eines zweijährigen Fütterungsversuchs mit Ratten die Giftigkeit und tumorauslösende Wirkung des glyphosat-basierten Herbizids Roundup im Tierversuch beschrieben habe. Und jetzt kommt die Kampagne. In die Zeit wurde die Preisverleihung kritisiert. Kritiker der Gentechnik und ihre Lobby, also das sind wir, gell, Frau Seehaus-Arnold, ist die Lobby der Gentechnikkritiker, hätten Seralini zum Opfer einer Rufmordkampagne stilisiert und die Jury scheine ihnen auf den Leim gegangen zu sein, die Zeit. Die Frankfurter Allgemeine kritisierte die dürftigen Forschungsarbeiten und umso schillernderen Auftritte Seralinis und stellte fest, wissenschaftliche Qualifikation ist nicht Voraussetzung, um den Whistleblower-Preis der Wissenschaftsvereinigung zu erhalten. Der Spiegel kam im Kontext der Monsanto Papers 2017. Monsanto Papers. Zu der Einschätzung, dass Seralini Opfer einer Diskreditierungskampagne von Monsanto geworden sei. Obwohl seine Studie methodische Schwächen aufwies, habe er das getan, was im Grunde die Aufgabe von Monsanto gewesen wäre, nämlich eine Fütterungsstudie durchzuführen, die sowohl Roundup als auch Glyphosat belasteten Gentech-Mais beinhaltete. Jetzt die Süddeutsche. Die Süddeutsche sieht Mängel bei Seralinis Studie, hält jedoch das Ausmaß der Empörung darüber für völlig überzogen. Sie beruft sich auf Dokumente aus dem Gerichtsprozess in Kalifornien, die nahelegen, dass Monsanto eine konzentrierte Leserbriefaktion in Kooperation mit Wallace Hayes, dem damaligen Chefredakteur des Fachmagazins Food and Chemical Toxicology, initiiert hatte. In einer E-Mail des Monsanto-Mitarbeiters David Salt Miras vom 26. September 2012, das wissen wir, weil die Monsanto Papers geleakt wurden, heißt es, dass Hayes, also dieser Chefredakteur, dringend konkrete Leserreaktionen von Wissenschaftskollegen brauche, um etwas unternehmen zu können. Das Ausmaß und die Methoden dieser Diskreditierung können erstmals durch die geleakten Panama Papers aufgezeigt werden. Nie zuvor war es möglich, jeden Schritt der Diffamierungskampagne Monsantos gegen Seralini nachzuzeichnen. Seralini hat alles Wesentliche hierzu in diesem Buch veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist wie ein Lehrbuch zur Unterhöhlung der Demokratie und zur Kontamination des öffentlichen Diskurses zu lesen. Beispiel 3. Zuletzt möchte ich mich für eine gezielte Kampagne gegen wissenschaftliche Erkenntnisse hier die Frau Dr. Kempfert anführen. Frau Dr. Kempfert, zum Beispiel Veröffentlichung Das fossile Imperium schlägt zurück. Frau Kempfert ist Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen, also jemand, wo Einfluss auf die Regierung hat, und setzt sich für Jahrzehnte für einen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern ein. Sie begründet das ausführlich in zahlreichen Vorträgen und Studien. 2017 publizierte sie das Buch Das fossile Imperium schlägt zurück. In diesem Buch zeigt sie auf, wie die Lobbygruppen, die am gegenwärtigen System verdienen, versuchen, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Schauen wir uns auch zu Frau Kempfert den Wikipedia-Eintrag an.
Und jetzt werden wir überrascht sein. Im Sommer 2008, als der Ölpreis auf einem sehr hohen Niveau war, entwarf Kempfert Szenarien für weitere mögliche mittelfristige drastische Preisschübe. Als der Ölpreis dann kurzfristig sank, wurde sie wegen angeblich unseriöser Prognosen kritisiert. Kempfert äußerte sich daraufhin zur grundsätzlichen Unmöglichkeit von Ölpreisprognosen. Im Jahr 2008 warf ihr Dirk Asendorp im Zusammenhang mit Kempferts Buch »Die andere Klimazukunft – Innovation statt Depression – schludrige Arbeit« vor. Die FAZ, die kennen wir schon von dem anderen, Seralini, die FAZ brachte 2013 vor, dass Kempfert von ihrem Doktorvater und einem anonym zitierten Kollegen Änderungen ihrer Thesen zum Atomausstieg vorgeworfen würden. Kempfert verneinte in der Frage des Atomausstiegs, ihre Meinung gewechselt zu haben. Die Historikerin Anna-Veronika Wendland und Co-Autor kritisierten 2019 im ATW, was ist das ATW? International Journal for Nuclear Power. Und was ist das für eine Zeitung? Das ist die Zeitung, das ist die deutsche Interessenvertretung zugunsten der Nutzung der Kerntechnik. Eine unter maßgeblicher Beteiligung von Kempferts erstellte Studie sei inhaltlich und methodisch fehlerhaft. Erkennen Sie das Muster? Der Interessenverband, gegen den sich eine wissenschaftliche Arbeit richtet, erklärt öffentlich, dass eine wissenschaftliche Studie methodisch fehlerhaft sei, schludrig oder sonst wie tendenziös. Und das ist bei Frau Kempfert wichtig, weil sie ist im Sachverständigenbeirat. Wenn ich sowas publiziere, kümmert sich keine FAZ drum, weil die Regierung hört sowieso nicht auf mich. Und dasselbe Muster begegnet uns bei Biodiversitätsfragen. Um in diesem vergifteten öffentlichen Diskurs Fakten und positive Handlungsanleitungen herauszustellen, veranstalten wir an diesem Wochenende diese Konferenz. Wir zeichnen die Vorträge auf und werden sie im Nachhinein noch publizieren. Die Veranstaltung wird nur durch Eintrittsgelder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und durch die Mitglieder der Ludwig-Armbruster-Imker-Schule finanziert, wofür ich mich hier ausdrücklich bedanke. Bienen und andere Bestäuberinsekten sind dem Biodiversitätsverlust und dem Klimawandel direkt ausgesetzt. Zuletzt hat eine Studie auf den Zusammenhang zwischen abnehmender Eiweißgehalt und dadurch schlechterer Pollenqualität im Hinblick auf den steigenden CO2-Gehalt in der Luft hingewiesen. Auch bei unseren Bienenhaltungen steuern wir auf multiple Krisen und Schwierigkeiten zu. Die größte Anstrengung, die innerhalb unserer Branche aber geleistet werden muss, ist die Zucht und Selektion auf die Varroa-resistente Honigbiene. Auch wir Imkerinnen und Imker verwenden Medikamente, um unsere Bienenvölker gesund zu halten. Die Zeit ist gekommen, um diese medikamentengestützte Produktion zu beenden. Um diesen Kompetenz- und Schulungsprozess einzuleiten, haben Züchter- und Imkerverbände am vergangenen Wochenende beschlossen, mit dem Projekt Varroa 33 zu beginnen. Ziel ist es, mit den bereits bekannten und erprobten Zucht- und Selektionsmethoden aus unseren Beständen Varroa-stabile Genetiken zu selektieren und dadurch die Bienenhaltung stabiler zu gestalten. Liebe Imkerinnen und Imker, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Umstellung auf eine behandlungsfreie Imkerei ist für uns der größte Systemwandel in der Bienenhaltung und eine große Herausforderung. Es wird Jahre dauern, bis wir größere Mengen Varroa stabiler Königinnen und Drohnenpopulationen haben. Aber ich bin sehr froh, dass die Community der Imker jetzt einen Willensbeschluss gefasst hat, diesen Weg anzufangen. Und es gibt schon Züchter, die Varroa-stabile Bienenvölker haben. Erst wenn wir unsere Tiere ohne einen ständigen Medikamenteneinsatz gesund erhalten können, haben wir eine nachhaltige und zukunftsfähige Imkerei erreicht. Bedenken wir, dass so gut wie sämtliche Oxalsäuredihydrat aus China stammt. Was würde passieren, wenn dieses Medikament heute einfach nicht mehr zur Verfügung stünde? Aus welchen Gründen auch immer. Ich freue mich sehr auf die Beiträge der geschätzten Kolleginnen und Kollegen und Freunde
Es ist hier eine ganze Perlenkette von ganz fabelhaften Fachleuten und Spezialisten zusammengekommen. Ich bin wirklich begeistert, wie hier eins zum anderen sich ergänzen wird. Und ich hoffe sehr, dass die Tagung, die wir dieses Wochenende machen, eine große Wirkung entfaltet. Vielen Dank. Als erster spricht Dr. Nils Hellwig. Herr Dr. Hellwig kommt vom Johann Heinrich von Thünen Institut für Biodiversität und am besten, Sie stellen sich kurz selbst vor.